Wenn ich mit meinen Schülern über das Lesen spreche, höre ich oft den Satz, wenn ich am Ende der Seite angekommen bin, weiß ich nichts mehr vom Anfang. Bei mir sieht das etwas anders aus. Spreche ich mit meinen Schülerinnen und Schülern über das Thema Lesen, dann höre ich oft den Satz, ich lese nie. Meine Schüler sagen häufig, mit meinen Freunden spreche ich über Filme, die ich gesehen habe. Wir wollen euch mit Hilfe eines Lesekompetenzmodells von Cornelia Rosebrock erklären, wie sich diese drei scheinbar verschiedenen Aussagen einordnen lassen. Wir unterscheiden beim Lesen drei Ebenen. Die Prozessebene, die Subjektebene und die soziale Ebene. Auf der Prozessebene bewegen wir uns zunächst auf der Wort- und Satzebene. Dadurch gelangen wir zu lokalen Kohärenz. Das bietet die Chance, auch globale Verstehensprozesse anzuregen. Und dadurch kommen wir zur Erkenntnis von Superstrukturen und können Darstellungsstrategien identifizieren. Auf der zweiten Ebene, der Subjektebene, spielt unser Selbstkonzept eine wichtige Rolle. Als Leser, Leserin oder auch als Nichtleser, Leserin. Das Wissen, die Beteiligung, die Motivation und die Reflexion sind hier von besonderer Bedeutung. Auf der sozialen Ebene sprechen wir über Anschlusskommunikation, über die Fähigkeit also, über Gelesenes oder Gesehenes mit anderen zu sprechen. Wo finden wir jetzt die drei Äußerungen vom Anfang wieder? Auf der Prozessebene befindet sich der erste Satz. Der zweite Satz, ich lese nie, passt natürlich zur Subjektebene. Und die Aussage, mit meinen Freunden spreche ich über Filme, die ich gesehen habe, gehört auf die soziale Ebene zur Anschlusskommunikation. Dies war das Lesekompetenzmodell von Cornelia Rosebrock.